Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Quantensprung. Das Thema der heutigen Sendung dreht sich rund um die Zahnmedizin. Ein vielleicht nicht ganz übliches Thema, aber ich denke, gerade in der ganzheitlichen Betrachtung der Zahnmedizin gibt es sehr viel Interessantes und Spannendes hier auch zu berichten. Hierfür habe ich einen besonderen Gast heute, den Herrn Dr. Wolfgang Kufahl, der aus seiner Arbeit heraus und vor allen Dingen auch aus seiner Sichtweise heraus berichtet. Herzlich willkommen und danke, ja, dass Sie gekommen sind. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Stanton. Ich freue mich sehr. Sie haben unter diesem Schlagwort Bio ist in aller Munde, aber ist es auch in jedem Zahn, sehr viele Vorträge jetzt auch in letzter Zeit gemacht. Ja, richtig. Ja. Worum geht es da grundsätzlich? Ja, das geht darum, dass wir das Thema Bio, wie wir das ja also auch immer mehr und mehr in Zeitungen und Veröffentlichungen lesen und auch im Fernsehen viel drüber hören, wird eigentlich viel zu wenig betrachtet in Bezug auf die Zähne oder die Zahngesundheit. Wenn wir mal über das Wort Zahngesundheit nachdenken, so müssen wir uns eigentlich auch die Frage stellen, warum gibt es so viel Zahnärzte? Das ist die eine Frage. Und warum trotz nur 4 oder 5 Erkrankungen in der Mundhöhle ist es nicht möglich, praktisch eine Mundgesundheit Deutschland oder weltweit zu erreichen? Und da ist natürlich auch bei diesen ganzen Dingen immer mit zu berücksichtigen die Materialfrage. Und so war ja schon immer seit Jahrzehnten oder auch schon seit den 20er Jahren immer die große Frage, Amalgam schädlich oder nicht schädlich? Und in diesem Zusammenhang müssen wir auch überlegen, ob es nur das Amalgam ist oder ob es nicht vielleicht grundsätzlich alle zahnärztlichen Werkstoffe, die in die Mundhöhle eingebracht werden beziehungsweise in die Zähne eingebracht werden, eventuell mit Unverträglichkeiten zu tun haben könnten. Und das Wort Bio, es gibt auch Biolegierung zum Beispiel, hat in dem Zusammenhang nichts mit Bio zu tun, weil es kein biologisches Material per se gibt. Es sind alles Ersatzteile und diese können im Einzelfall manchen Patienten richtige Probleme bereiten. Das heißt, dieses Schlagwort zum Beispiel Biogold oder verschiedene andere Titel, die es hier gibt, die sind dann nicht unbedingt gerechtfertigt.